Hallo und herzlich willkommen zu einem Nachtragsvideo von meinem ersten Einführungsvideo für den MetaTrader 5. Dieses Video habe ich noch einmal gemacht nach der Einrichtung des Demo-Kontos ein paar Tage später und werde das euch jetzt auch entsprechend einmal zeigen. Denn mit Kursen sieht es doch etwas anders aus und ein paar Kleinigkeiten wollte ich noch mal mit euch durchgehen. Natürlich wird, wie angekündigt, jeden Samstag ein weiteres Video erscheinen und wenn mir dann auffällt, so wie jetzt, dass irgendwas Kleines vielleicht noch mal da wäre, was ich gerne zeigen möchte, dann kommt es auch noch mal unter der Woche raus. Wird aber nicht so lang werden wie die anderen. Gut, wie wir hier sehen, habe ich ein Demo-Konto erstellt. Links können wir auch sehen, dass es bei JFD, dem MetaTrader, also bei JFD ist und für den MetaTrader 5. Das heißt, ich habe mir den MetaTrader noch einmal neu runtergeladen. Ich hatte ja vor, bei der Original-Homepage, wie ihr im nächsten Video auch sehen wird, mit dem MetaTrader runtergeladen und die arbeiten FlatEx zusammen. Und jetzt habe ich mich aber für JFD entschieden. Einfach nur fürs Demokonto. Wo ihr euer Demokonto eröffnet, ist frei eure Entscheidung. Ich habe keinen großen Vergleich angestellt und kann jetzt sagen, das ist der Beste, das ist nicht der Beste. Ist aber auch gar nicht so unbedingt mein Ziel, denn ich möchte beim reinen Demokonto mit euch ja eigentlich programmieren. Gut, kommen wir nochmal zur Einrichtung. Ein paar kleine Nachtragssachen. Wir sehen hier jetzt lustig im Chart, wie einiges hin und her zappelt. Die Ticks kommen rein. Wir haben 6 Währungscharts offen. Aber die meisten davon werde ich jetzt einmal kurz schließen. Denn wir brauchen im Grunde nur einen, an dem wir ein bisschen rumprobieren können. Und dafür nehmen wir jetzt mal US-Dollar und japanischen Yen, die gegeneinander gestellt sind. Als erstes, wir kennen es ja schon, schmeißen wir noch mal kurz das Indikatorfenster raus. Das war irgendwo hier unten, meine ich. Rechtsklick, Indikator löschen. Rechtsklick, Indikatoren. Denn wir haben hier noch 2 Moving Averages drin, die will ich raus haben. Das Tickvolumen lasse ich mal unten drin. Und wie ihr sehen könnt, optisch ist das Ganze jetzt auch schon eigentlich anders aufgebaut, als wir es im ersten Video gesehen haben. Und das lässt sich wie folgt unter Eigenschaften ändern. Unter Eigenschaften haben wir verschiedene Dinge, die wir zeigen wollen. Hier ist auch das Volumen nochmal aufgeführt. Ask- und Bid-Preislinie. Das sind die beiden, die jetzt auch noch mit zu sehen sind. Wir können die theoretisch auch rauslassen, wenn wir wollen. Ich lasse die bei mir jetzt einfach mal drin. Damit ich auch zumindest auf dem ersten Blick so ein bisschen sehen kann, wie hoch das Spread ist. Allgemein gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Balkencharts und Liniencharts einzustellen. Das ist aber nichts, was wir hier schon kennen. Das haben wir oben in der Toolbar auch mit drin. Die Skala können wir festlegen. Und was mir eigentlich jetzt momentan am Herzen liegt, ist einmal die Farben, die wir einstellen können. Hier können wir dann auch sagen, okay, Kerze runter soll dann auch in grün sein. Wir können jetzt auch grün auswählen. Nehmen wir mal ein hübsches Grün. Lime Green. Da ist grün im Namen mit drin. Dann können wir hier in der Vorschau schon sehen, wie es sein soll. Und dann nehmen wir die Kerze hoch. Wenn ich mal grün, Kerze runter, ist eher so ein Favorit für Rot, wie wir es ja auch kennen. Aus doch relativ vielen Videos oder von verschiedenen Anbietern. Und dann können wir das Ganze auf OK auch übernehmen. Da ich diese Ansicht hier aber ganz schön... Ah, nee, doch, das übernehmen wir einfach mal. Und jetzt haben wir unser Frontend eigentlich geändert. Und so können wir uns auch unsere eigene Umgebung so basteln, dass sie uns optisch auch gefällt. Ein zweiter Punkt, der vor allem auch für die Programmierung und später eigentlich zum Ausprobieren der eigenen Handelsroboter interessant wird, ist nämlich dann nochmal der Zeitrahmen, den wir uns eigentlich anzeigen lassen. Momentan sehen wir hier oben, wir haben einen 1-Minuten-Chart offen. Das sehen wir direkt hinter der Währung oben links in der Ecke. Das mag vielleicht jetzt auf dem Bildschirm etwas klein sein, wenn ihr euren eigenen MetaTrader mal aufmacht, denn im Handelsfenster oben seht ihr direkt, was ich meine. Die Währung steht da direkt und dahinter dann M für Minute, 1 für eine Minute. Nochmal das Währungspaar. Ja, und da könnt ihr natürlich auch, wir gucken einfach mal rein in den Zeitrahmen. Wir können auch 5 Minuten einstellen, dann würde da M5 stehen. Wir können eine Stunde einstellen, dann steht da H1, also für Hour, das englische Wort für Stunde. Oder auch verschiedene andere Werte wie ein Tag für D1 oder dann steht da oben tatsächlich Daily. Wir können es ja einfach mal machen. Dann sehen wir oben auch den Begriff Daily. Gehen wir wieder in den Zeitrahmen und sagen auch mal eine Woche, dann haben wir den Weekly stehen oder auch W1 vielleicht bei dem einen oder anderen und monatlich wäre dann MN oder Monthly, vermute ich mal, ja, Monthly, warten auf Update. Das sieht ja schon mal gut aus, jetzt lädt dann die Vergangenheitsdaten einmal, das kann einen kleinen Moment dauern.
Gut, was wollte ich euch noch zeigen, ist nämlich der Einklickhandel auf Alt-T, den man machen kann. Den werden wir jetzt im Monatschart nicht unbedingt machen. Gehen wir mal zurück auf den Stundenchart, warten auf Update. Und dann könnten wir hier auch sagen Buy, Sell, damit wir ein bisschen mehr Action gerade sehen, wo ist hier der Zeitrahmen. Könnten wir auch hier dann sagen, okay, wir wollen jetzt eine Sell-Order reinlegen und dann könnten wir das ein bisschen mit beobachten. Unten sehen wir dann, behandeln unseren Kontostand in der Kontohistorie, wie sich das Ganze entwickelt hat mit Vergangenheitsordern, Orders etc. Ja, so viel zum Nachtrag. Wir sehen uns dann am Samstag zum nächsten Video. Die Installation unter Windows 10 müsste das sein. Und ich wünsche euch dann bis dahin viel Spaß und viel Erfolg, wenn wir uns dann im Programmierteil ab der vierten offiziellen Aufnahme sehen. Bis dahin, euer Projekt Bob.